Hi Leute, ich bin's wieder, euer Easy Fit. Peace. Und zwar, ich habe mir jetzt einmal überlegt, weil in den letzten beiden Videos habe ich ja dauernd von Pop-Tarts und so geredet. Und jetzt bin ich zum Edeka gefahren extra und habe mir die hier geholt. Pop-Tarts. Chocotastic. Und deshalb werde ich jetzt eine neue Art Serie aufnehmen. Also die Muscle Series geht natürlich weiter, Trainingsvideos kommen auch, da ich ja jetzt wieder ein bisschen mehr Kraft habe und so und alles besser passt. Aber trotzdem beginne ich jetzt auch eine neue Serie und die wird heißen Let's Taste. Und das ist der Part 1 mit den Pop-Tarts. Und ja, wie gesagt, ich lese jetzt mal vor, was da drauf steht, so von den Kalorien. 100 Gramm haben 396 Kilokalorien, davon 11 Gramm Fett, 68 Gramm Kohlenhydrate, davon 33 Gramm Zucker, 2,5 Gramm Ballaststoffe und 5 Gramm Eiweiß. Also so schlecht ist es jetzt eigentlich gar nicht. Natürlich 33 Gramm Zucker auf 100 Gramm ist schon ordentlich, aber andere Süßigkeiten haben da eindeutig haben viel mehr. Also drauf geschissen und das soll ja nicht hier, das ist ja ein Let's Taste und nicht Let's Eat Clean. Und zwar, die kann man entweder so essen, weil die sind schon fertig, oder man tut sie in den Toaster auf niedriger Hitze. Und Vorsicht, Füllung ist heiß, das muss man aufschreiben bei den Amerikanern, weil die verklagen dich ja sonst gleich. Und werde das Video auf jeden Fall mit meiner Freundin machen, weil zwei Geschmäcker sind besser als einer. Und wie gesagt, sie wollte sie auch probieren und dann kann sie auch gleich ihre Meinung dazu sagen, das ist super. Okay, zubereiten, jetzt machen wir sie gemeinsam auf. Bam, bam. Es sind übrigens 8 Stück drin, je 50 Gramm, das sind 400 Gramm insgesamt. So schaut es aus. Und dann werden wir jetzt mal eins aufmachen. Wir haben uns extra schon Teller hergelegt. Die schauen richtig. Sind ja zwei drin. Die schauen richtig nice aus, schaut euch mal die an. So, und hier. Richtig geil eigentlich. Ich wollte die schon immer, das ist leider die einzige Geschmacksrichtung, die es gibt. Frosted Chocotastic und ja, jetzt probieren wir die mal. Willst du auch mal? Es riecht nach Brownies. Es riecht voll nach Brownies. Ja, da ist was Weißes oben. Ich denke mal, das ist Puderzucker. Jetzt beißen wir mal rein. Weich. Gar nicht so schokoladig. Da ist eine Füllung drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wenn man sie jetzt wirklich in den Toaster tut, dann ist sie natürlich warm. Das werden wir auch probieren. Da aber probier vom Neuen. Nein, wieso? Ich möchte. Nee, weil ich sonst nicht tracken kann, Schatz. Okay. Und? Wie schmeckt es dir? Es ist überhaupt nicht so schokoladig. Es ist nicht so süß wie erwartet. Mhm. Schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde. Ja, doch. Er schmeckt geil. Aber man schmeckt den Puderzucker mehr als die Schokolade, finde ich. Ich finde aber, dass es ein bisschen unfertig schmeckt. Mhm. Deshalb. Machen wir jetzt das zweite Pack auf. Und tun das in den Toaster. Wie gesagt, auf geringer Hitze, Folie davon entfernen. Und wie lange? Weiß ich nicht. Tun wir es einfach mal rein, bis es fertig ist. Hoffentlich geht es bei unseren Toastern überhaupt. Ich weiß nicht, braucht man einen anderen Toaster? Nee, das sind ja Toaster-Pastries. Tarts are pre-cooked and require warming up. Wie funktioniert der, Schatz? Ganz runterdrehen. Geringe Hitze machen wir zwei, oder? Du kannst ja. Das ist aber nicht geringe Hitze. Und runter. In der Zeit, in der das im Toaster drin ist, mache ich mir noch eine Packung auf, weil die echt geil sind. Ich will echt, ich weiß nicht, wonach die schmecken. Mhm. Lebkuchen? Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Mhm. Aber sie schmecken wirklich unfertig. Mhm. Mhm.
Wenn man mehr in den Mund nimmt davon, dann schmeckt es geil. Echt? Mhm. Mach ich mal Cancel. Sind die schon cool? Ist das sehr warm? Es ist warm. Hier. Jetzt probieren wir mal den warmen. Machen wir den mal. Oh, es riecht da viel intensiver. Mhm, und hier, sehr schokoladig. Seht ihr, die Füllung ist jetzt heiß. Mhm. Warm definitiv besser. Aber auch nicht. Ja, also warm schmecken sie besser als kalt. Hm. Aber echt nicht schokoladig. Also ich habe mir da mehr irgendwie schokoladigeres vorgestellt. Hm. Vor allem bei amerikanischen Süßigkeiten. Meine Nase juckt. Aber geil sind sie trotzdem. Für Leute, die nicht ganz so süße Sachen essen, aber auf Lebkuchen und Schokolade stehen, das ist eigentlich genau das Richtige. Also. Was findest du da? Mich erinnert das ein bisschen an Süßstoff. Ich finde, der schmeckt ein bisschen nach Süßstoff. Mhm. Vielleicht ist da Süßstoff drinnen. Was ist deine Meinung? War besser als kalt, aber... Die schmeckt es nicht so, oder? Mhm. Also ihr schmeckt es nicht so. Ich bin auch nicht allzu begeistert. Sie schmecken gut. Mhm. Aber Reese's Peanut Butter Cups sind zum Beispiel besser. Das würde ich sagen, dann schließen wir damit ab. Das Wichtigste ist gesagt, ich werde auf jeden Fall... Das wird jetzt jeden Freitag, gibt es ein Let's Taste. Das ist Part 1, manchmal sind es 2 Produkte, manchmal sind es 3. Heute ist nur ein Produkt, weil es halt relativ viele Kalorien hat auch. Weil es sind ja doch 400 Gramm, 400 Kalorien auf pro 100 Gramm und das sind ja doch dann 1600 Kalorien. Das ist eigentlich relativ wenig, ich dachte, das sind mehr. Egal, damit schließe ich das Video ab. Ich sage danke fürs Zuschauen und freut euch aufs nächste Let's Taste oder Cheat Day Video, weil jetzt gibt es einen Umschwung auf meinem Channel. Und zwar mehr fressen, mehr Training, ja, mehr cheaten, genau darum geht's. Ja, Leute, das habe ich noch vergessen gestern zu sagen, mein Review zu den Pop-Tarts. Also, sie waren gut, ich habe es mir aber besser vorgestellt. Also ich dachte, dass sie schokoladiger, besser, bisschen süßer schmecken. Und ich werde sie mir auf jeden Fall mal wieder kaufen, aber jetzt nicht so, dass ich sie unbedingt jetzt gleich wieder haben muss, weil... Also wie gesagt, sie waren lecker, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Und ich würde ihnen 7 von 10 Punkten geben. 10 ist ultra geil, 0 ist scheiße oder 1 ist scheiße. Ich würde ihnen 7 Punkte geben und auf jeden Fall werden noch andere Geschmäcker probiert, sobald ich daran komme. Und ja, dann wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde mich über Likes, Kommentare und Abonnenten freuen. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.